Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command 1939 Szenario gegen Dudeman. Wie ist das Wetter im Osten? Die spannende und entscheidende Frage. Diese Marinebomber nerven. Und die Garnison leider doch jetzt mal geschlagen. Sie greifen an, aber immerhin keine Flugzeuge. Einheiten über hat hier wirklich jede Kleinstadt da hinten einzunehmen. Das ist kein gutes Zeichen. Die kommen näher, da fährt er glaube ich in feinen Kontakt rein und hier hinten ist das Wetter leider gut. Okay, und jetzt zerbombt er den Hafen, das ist auch nicht gerade gesund. Der Zerstörer schaut hin und wieder, ob er da Angriffswerte hat, aber das scheint sich nicht zu lohnen. Was denke ich mal an der sehr guten Erfahrung des U-Boots liegt. So, das alles russische Befreiungsarmee. So, dank unserem Langstreckenflugzeug sehen wir hier auch alles Mögliche. Und zu Beginn des Spiels war da so eine Folie mit Spielregeln und so, wo ja eigentlich passiv scouten und so nicht dazu gehörte. Aber England, also dazu gehörte, dass man es nicht machen darf, aber England war halt die Ausnahme, dass man die da hinstellen darf. Ja, wir können das zweite polnische Korps bilden. Da hinten, das Event ist ja eine Weile her. Ja. Bin ich schon damit einverstanden. Ich frage mich gerade nur. Ja, dann gründen wir es. Ich dachte, man kann vielleicht, das ist so eine Ja-Nein-Frage, wo man vielleicht den Gründungsort noch beeinflussen kann. Ist aber nicht so. Ist auf den Ort festgelegt. Schauen wir uns das hier drüben an. Mechanisierte Einheiten, andere Einheiten. Trotzdem nicht den Hauch einer Chance, auf den draufzuschlagen. Das ist manchmal einfach unschön. Ja, die Armee wird wahrscheinlich auch nur abhauen. Teiligster. Die haben jetzt zum Teil Versorgungswerte von 0. Unsere Versorgungswerte sind auch nicht gerade viel besser. Also folgendes. Überlegen, du hättest bestimmt Angriffswerte auf denen, oder? Ja, ich muss kurz nachhin. Oder wenn ihr vielleicht durchgetauscht werdet. Problem ist auch mit seinen Bombern, dass er gezielt auf Häfen geht, die dann auf Runden nicht einsatzbereit sind. Na gut, aber wenn ihr euch mal durchtauscht, dann wirst du wenigstens ein 2 zu 1 haben. Ah, ich wollte gerade sagen, und jetzt kann der andere vielleicht... Nein, der andere kann nicht nachsetzen. Der sich jetzt meilenweit zurückzieht, aber wenn wir dich sonst noch heilen und wenigstens hier vorne eine Zeit lang Widerstand leisten, bis da hinten hin und wenigstens dieser Hafen hier kommt Upgrades. Gut, aber ich würde sagen, die Armee sich hier eher wieder zurück. Dann hier da drüben hin. Ihr könnt ja mal das eine Jagdflugzeug vorübergehend haben, das hier in der Gegend ist. Dass ihr vor den Bombern besser geschützt seid und wenigstens dieses letzte bisschen Fitzelchen Land hier haltet im Moment. Das Problem ist ja auch, sobald er hier überall durchgebrochen ist, dass dann auch die saudischen Ölquellen in Gefahr sind, was noch mehr auf die Wirtschaft draufhaut. Naja, du passt da auf, du passt da auf, du gehst vielleicht hier rüber. Der Hoffnung, dass das Akku hier irgendwann lebend rauskommt und dann hier ein bisschen übernehmen kann. Ja, du bist erstmal dahin. Ja, bin ich am Überlegen. Zumindest leicht hier Einheiten in Orte zu schieben. Wenigstens die Eisenbahn da vorübergehend gedeckt haben. Falls er seine Fallis hier unten irgendwo anbringt oder sowas.
Gut, bei den Schiffen ist eigentlich nicht viel los. Dann haben wir hier die große Frage, kommen unsere Fallschirmjäger sicher hier drüben an am Hafen und wer kommt dann wie, wohin und warum? Also sie kommen schon mal durch, wie es ausschaut. Muss natürlich dann da raus. So, die Spezialeinheit kann er von überall auf dem Boot. Muss nur. Sorgung ist da drüben. Du könntest zum Beispiel da einen ausweichen, da kommst du auch noch überall super ran. Dann steigst du da aus. Und marschierst dahin. Dann kommt der Kollege. Dahin. So, die sollen sich im nächsten Zug nach Möglichkeit geupgradet werden und sprungbereit machen. Mit den USA. Oh, dann. Ach nee, das ist das weiterentwickelte Flugzeug. Langstreckenflugzeug 2, also 8 Felder. Das 2, 4, 6. So. Hätte auch von einem Feld weiter hinten Reichweite. Dann, damit die andere Einheit am Hafen steht. Das klappt und jetzt müssen diese ganzen Landungstransporte und noch was Boote hier drüben natürlich losfahren. Ja. Und hoffen, dass hier kein U-Boot ist und halbwegs einen Konvoi bilden. Die anderen Schiffe. Du kannst kreuzen, wenn ihr lose hier ein bisschen einfach schaut, ob irgendwo was ist. Wenn jetzt so ein bisschen nördlich. Das ist eine nette Orientierungslinie, ein bisschen nördlich hiervon halten. Dann mal schauen, wer da jetzt wo mit dran kommt. Dass ihr ungefähr zusammen bleibt. Ja, ungefähr zusammen bleibt. So. Und dass eure Begleitschiffe auch relativ in der Nähe sind. Okay, und dann haben wir noch Transportschiffe, die können euch hier auch noch ein bisschen begleiten. Oh, ich bin ein bisschen nervös, weil jetzt ein deutsches Schiff irgendwie ungünstig auftaucht. Aber gut, hier haben sie jetzt Zug 1 hierhin geschafft. Im nächsten Zug können wir wieder 50 oder fast 50 Felder machen. Ich hoffe mal, dass wir dann hier irgendwie hinkommen und dann im Zug danach wirklich die französische Küste in Reichweite haben. Dann wird das mit der restlichen Landung gut getimt. So, die Briten haben hoffentlich im nächsten Zug die amphibische Kriegsführung fertig, damit wir langsam Einheiten auf die Boote schicken können und sowas. So, ihr solltet aber auf jeden Fall den weiterentwickelten Panzer durchziehen. Ich wieder muss noch ein paar Sachen durchrechnen. Ich meine, die neue Panzerforschung war ja auch nicht gerade billig und dann brauchen wir alle das Upgrade und so. Also ich bin meine Überlegung so weit, dass im nächsten Zug, wenn denn die Forschung durchgeht, schon mal die erste Welle der Briten aus Boot steigt, im Zug danach dann die nächste Welle. Zuerst wahrscheinlich hier oben Langstreckenboote, dann im Zug danach Kurzstreckenboote. Danach geht's los. Das ist jetzt ungefähr meine Mathematik und wir raiden hier noch ab, gerade wichtigen Sachen, plus dann haben wir hier noch einen Bomber. Ja, wir haben hier noch einen, der eigentlich noch nichts hat. Problem ist ein bisschen, der wäre ziemlich teuer. Ich würde sonst erstmal nur den nehmen und schauen, ob für den noch Geld irgendwann übrig ist.
Wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen was ansparen, dass möglichst alle Boote besetzt werden. Das kann auch echt teuer werden in den nächsten Zügen. Deswegen mit den Briten jetzt lieber nichts mehr ausgeben. Sonst die U-Boote werden hier eh nur genervt. Bombern. Doch erstmal ein bisschen zurückfahren. Ansonsten gerne auch noch das eine oder andere Schiff hier ein bisschen rüberkommen und schauen, ob ich doch mal irgendwo ein Boot oder so findet. Ein paar können natürlich da bleiben. Dass zumindest etwas mehr da ist. Dann haben wir die Amerikaner. Die kriegen hier jetzt auch noch sehr, sehr viele Upgrades. Wir haben ja auch noch Flugzeuge. Ich mache das mal eben so, weil die Marinewaffen brauchen sie ja eigentlich nicht. Hat einfach ein bisschen Geld, wovon ja jetzt schon genügend rausgeht. Dann diese falsche Megagruppe, die schon länger da ist, darf auch noch ihre Upgrades kriegen. Und dann ist ja auch schon fast alles weg und dann und hier zum Beispiel noch ein Jagdflugzeug. Oh, du kriegst das schon mal, wenn alles klappt im nächsten Zug, Stufe 4, dann wird das schon. Der Konvoi wurde bewegt, dann haben wir noch die strategischen Bomber. Man muss kurz gucken. Ja, Jagdflugzeuge hier sind unterstellt. Und die auch. Es wird ja schon knapp hier von den Kommandokapazitäten. Ja, dann können wir uns hier also mal wieder ein bisschen umgucken. Da ist doch... Ja, da ist ein Escortlieger dabei. Wollt ihr nur sicher gehen. Okay, das werden hier Eindruck nach auch immer mehr Feinde. Wie sieht es hier so aus? Das ist aber nicht. Oh, er hat ja sogar einen schweren Panzer schon hingebracht. Interessant. Gut zu wissen. So, wir können ja mal weiter gucken. Ich meine, es sind ja ein paar Flugzeuge zumindest fit. Da auch ein Hauptquartier, okay, und nochmal hier. Okay, bringt also seine schweren Panzer hier drüben zur Verteidigung mit. Okay. Na gut, die müssen wir zusehen, dass wir die mit Bombern bekämpft kriegen. Jetzt natürlich auch ein bisschen aufpassen, nicht zu viele Jagdflugzeuge zu verschleißen. Die Briten haben so gut hier kein Geld über im nächsten Zug. Sonst belasse ich es erstmal dabei. Mit schon mal ein paar Einblicken in die Aufstellung. Okay. Gehen wir rüber zur Sowjetunion. Hier ist überall ein wenig los, die Front entlang. Die Zonen können sich hier schon mal platzieren. Dass zumindest ein bisschen gedeckt ist. So, hier. Aber brauchst du jetzt nicht. Du kannst mal diese Armee nehmen, die auf ganz gut... Ach nee, kommt sie doch nicht lang. Da sagen die auf ganz gut Glück, dass das deutsche Hauptquartier angreifen kann, aber nee, da Schlamm und sowas kann sie also nicht angreifen. So, dann haben wir Funnies. Platzieren ist witzlos. Ja, wohin mit denen? Okay, wir können natürlich den nach hinten schieben. Und schauen, ob der von hier irgendwas demnächst reißen könnte. Und ja, schauen, ob man hier einen platziert, der vielleicht hier irgendwas machen kann.
jemand vorschieben. Natürlich das Flugzeug auch ein Feld zurücknehmen. Noch gehen einfach mal da und schaut, ob der irgendwie da mal was machen kann. Ansonsten wäre es, denke ich, schon ganz hilfreich. Wahrscheinlich im nächsten Zug hier das Wetter wieder besser wird, noch ein zweites Flugzeug zu haben. Ein paar Flugabwehrkanonen und dann zu hoffen, dass man das hier irgendwie so ein bisschen verteidigt kriegt. Oh ne, da dürfte eigentlich kein. Außer er hat falsche Mega. Okay, und du bleibst da. Vielleicht kannst du das Saku irgendwie bedrohen. Noch eine Stoßarmee. Sorge ist ein bisschen, dass er hier hinten landet und Fallis und die Orte da einfach abschneidet. Gehst du mal vor und der Ort wird dann gedeckt. Kriegt meinetwegen noch die Flag-Upgrades. Sicherheitshalber. So, und dann. Ach, wir haben noch eine Armee. Und hier irgendwo auch in die Nähe eines Hafens. Und noch ein Jagdflugzeug, das kann auch erstmal in die Nähe. Noch einen amerikanischen Bomber, gut. Ach ja, sowjetische Punkte. Forschen, ich weiß nicht, ob sie das... Gut, vielleicht das Flugzeug, das man noch irgendwie mithalten kann. Und noch irgendwen zurück. Falls auch einen mit noch nicht ganz so vielen Upgrades. So. Gucken wir mal. Er hat hier also schwere Panzer. Vielleicht ist der dritte auch noch irgendwo in der Nähe. Ein paar Armeen, aber auch die Pax hat, ich glaube nicht, dass er Upgrades oder so hat, eine Kavalleriekurs. Und sonst sehr viel eher sekundären Kram. Aber auf die muss man natürlich so richtig aufpassen. Ich hoffe, wir haben genügend Bomber dabei, um die schlagen zu können. Gut, und das Hinterland ist im Moment weitestgehend leer. Ich würde eigentlich schon noch gerne wissen, wie das hier aussieht. Vielleicht, man hat bestimmt eine Flak hier in der Nähe. Mal hierhin fliegt. Oder vielleicht das Bergwerk, das wäre im Zweifel ja noch Wirtschaft. Dazu, dass da eine Flak steht, die stehen da drüben irgendwo. Na gut, aber jetzt müssen wir echt mal noch ein paar Jagdflieger ansparen. Weil die Briten nicht so viel Geld haben werden in nächster Zeit. Die Amerikaner können ja ab demnächst auch mithelfen, die haben glaube ich dann ja Stufe 4, wenn man das dann upgradet. Gut. Hier unten ist eigentlich auch nicht so viel los. Dann denke ich mal, können wir den Zug beenden. Und hoffen, dass die Briten das Landungsboot fertig forschen, die nächste Stufe. Das war wichtig. Und das ist auch gut. Und dass schön viele Punkte reinregnen. Ja, dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dude Man mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.